Ein Apfel. Sorry. Hier. Nein. Guten Appetit. Ach, hier ist ja noch ein bisschen. Wir wollen ja nichts unvergessen lassen. Du fette Sau. Dich vermisst keiner. Jetzt siehst du doch endlich ein. Du kannst auf jedes Haus hier Bio klettern und runterspringen. Den Körper machen. Den Rückwärtssalto Auerbach. Dich vermisst keiner, weil du dick bist. Und wie lange will der eigentlich noch scheißen? Das ist locker schon eine Stunde da drin. Der wird noch länger scheißen. Glaubst du mir? Warum? Ist der immer so? Ja. Du hast das Bett noch nicht gemacht. Hä? Das war gemacht. Du machst immer Probleme. Du bist heute schon ein paar Mal aufgefallen. Aber das war ich nicht. So, jetzt habt ihr... Alter, hoff mal, pass auf die Türkarte auf. Hallo, wir müssen heute noch ins Zimmer kommen. Ich weiß. Behindertes Kind, Alter. Pass auf, dass sie nicht auf isst, fette Sau, Alter. Ja, helf doch einfach. Warum? Es ist ja nicht unsere Bettseite. Die Mitte gehört dir. Ja, ja. Was der denn denkt, Alter, dass er irgendwas hier... Ey! Hä? Digga, das ist meine, Mann. Ich schwör, das ist meine. Das schmeckt auch wie meine. Ey! Ey, warte mal, hast du Durst? Komm, mach... Ey, das ist fies von euch. Warum macht ihr das? Willst du auch? Ja, danke sehr. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. So. Hä? Es ist meine. Schmeckt auch wie meine. Hoffmann, nicht hier. Hast du einen Schluck, Mann. Ey, Alter. Lass das doch. Du hast mir gar nichts zu sagen, Alter. Das ist meine. Und alles, was du hast, und du gehörst mir. Nein. Natürlich, Digga. Glaub mir, dein Leben wird die Hölle. Dein Leben wird einfach die Hölle, Junge. Ah, Junge, das ist lass schon es die doch. Hölle. Ja. Jetzt komm. Gönn dir, Alter. Wir müssen einfach mal eine Runde jetzt schlafen. Heul nicht rum, Alter. Haben wir uns verstanden? Ja. Ob wir uns verstanden haben? Ja. Du kannst heute in eine Toilette sonst tauchen, Alter. Wolltest du das noch? Nein. Hättest du auch nicht bekommen. Fette Sau, Alter. Oh, ich hatte komm, Digga. Denkt der ernsthaft, ne? Nein, bist auf. Ja, ja, Mann. Nicht, dass er es auch auffressen will oder so, Mann. Ein Hapsen des Teils. Alter. Digga, was hast du hier vor, Alter? Kannst dich verpissen, Alter? Was willst du in dem Bett? Sollen wir dein Bett zeigen? Hier unten, Digga, das ist dein Bett. Mehr bist du das eh nicht dein mehr. Bett. Geh mal da runter. Glaub mir, wenn du irgendeinen Mucks machst, ne? Wir töten dich einfach. Als ob du sogar der Lehrer hast dich. Hast du nicht gehört? Sogar der Lehrer hast dich. Jetzt kein Mucks mehr. Okay? Haben wir uns verstanden? Jetzt schlaf. Gute Nacht, du Bimbo, Alter. Lappen, Alter. Legt er sich einfach zu uns? Was er eigentlich einfach erhofft, so. Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf Familie Mensch. Mein Name ist Arthur, das ist Navi, unser Filmhund. Und ja, das war die dritte Folge von Mobbing auf Klassenfahrt. Jetzt haben wir das Video gesehen und jetzt stellen wir uns eine Frage. Erstens, wieso schlafen drei Jugendliche auf einem großen Doppelbett? Wo liegt da schon der Fehler? Und zweitens, der arme, arme Thomas wird extrem von seinen Mitschülern gemobbt. Und das ist Mobbing auf höchstem Niveau, muss ich sagen. Weil das ist ja nicht seit gestern. Thomas wird seit mehr als einem halben Jahr gemobbt. Vor allem von Martin. Und Leute, ganz ehrlich, kennt ihr sowas? Ist das übertrieben oder gibt es so ein Mobbing? Ich kann von meiner Erfahrung sprechen, ja. Ich habe es in meiner Schulzeit oft gesehen, dass tatsächlich Jugendliche gibt, die systematisch über Monate, über Jahre hinweg, genauso wie der Martin, den Thomas, genauso quälen, mobben, belästigen. Und Leute, was könnt ihr dagegen tun? Als allererstes, geht unbedingt zum Lehrer. Wenn der Lehrer euch nicht glaubt, geht zu einem anderen Lehrer, zum Direktor, zu euren Eltern, Vertrauenspersonen, sprecht sie darauf an, weil was ihr jetzt gesehen habt, das ist auf jeden Fall nicht normal. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr unsere Arbeit gegen Mobbing unterstützen wollt, damit die anderen Menschen, die Mobber, vor allem die Augen aufmachen oder Leute, die nicht mobben, oder ihr einfach die Augen aufmacht und einschreitet und solchen Menschen hilft, nicht einfach nur zuschauen oder weggucken, helfen, ansprechen, beschützen, dann
unterstützt uns bei unserer Kampagne Mobbing ist Scheiße, die auf jeden Fall im nächsten Jahr starten wird, und teilt unser Video, liked es auf WhatsApp oder sonst wo, und ja, wir gegen Mobbing alle zusammen, und bis zum nächsten Mal. Freut euch auf den nächsten Teil, denn leider muss ich sagen, auf Thomas warten böse Überraschungen. Bye bye.